Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Alice Weidel auf die Fragen von zwei Mitarbeitern des Öffentlich-Rechtlichen reagiert hat, die den Vorfall um Tino Chrupalla verharmlosen. Und wie diese Mitarbeiterin zuvor aber, ein paar Tage zuvor, genau berichtet hat, was passiert ist. Anzumerken ist, dass dieser Teil der Pressekonferenz bei Phoenix nicht mehr gesendet wurde. Es auch nicht mehr wiedergegeben wurde in den Öffentlich-Rechtlichen, sondern es nur hier bei YouTube zu finden ist. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt aus der Pressekonferenz, danach ein Bericht von Christian Hübscher bei Heute Express und danach das neueste Statement von Tino Chrupalla, dass er gegen die Staatsanwaltschaft vorgehen will, wegen ihrer Art und Weise zu arbeiten. Christiane Hübscher vom ZDF. Ich habe eine Frage an Frau Ebner-Steiner. Und zwar geht es mir nochmal um den Vorfall mit Tino Chrupalla in Ingolstadt letzte Woche. Sie sprechen weiter von einem Attentat. Nach allem, was wir wissen, sind aber die Blutergebnisse völlig unauffällig. Also sowohl die des Krankenhauses als auch die kriminaltechnischen Untersuchungen weisen nicht auf eine Vergiftung hin. Wieso sprechen Sie weiter von einem Attentat? Und Frau Weidel, würden Sie sich dieser Formulierung anschließen? Also ich glaube, dass Frau Ebner-Steiner dazu alles gesagt hat. Auch ich schließe mich der Meinung an, dass es sich um ein Attentat handelt. Das Ganze runtergeschrieben zu haben und runterartikuliert zu haben, auch medial, dass da angeblich nichts gewesen wäre, halte ich für verantwortungslos, so etwas herunterzuspielen. Fakt ist, dass Herr Chrupalla einen Oberarmeinstich hatte und daraufhin direkt zusammengebrochen ist. Ich möchte dort aber auch nicht vorweggreifen. Ich möchte darauf warten, bis sich Herr Chrupalla dazu selbst äußern kann. Er wird ja auch da morgen da sein und dann auch alle Zeit der Welt haben, sich dazu ausführlich zu äußern. Ich möchte da nicht vorweggreifen. Nur wenn man danach zusammenbricht, ins Krankenhaus eingeliefert wird, unter intensivmedizinischer Beobachtung steht und es einem unglaublich schlecht geht. Ich habe mehrfach in den Tagen mit ihm gesprochen, auch mehrfach täglich. Und es ist etwas, was so unglaublich einschneidend ist, auch für seine Familie. Der Mann ist Familienvater und er weiß nicht, was ihm gespritzt wurde, dass er zusammengebrochen ist, dass er klagt unter Übelkeit, Appetitlosigkeit. Der Mann ist medizinisch beeinträchtigt. Also das ist überhaupt gar nicht von der Hand zu weisen und dann irgendwie daherzugehen, dass man keine Ergebnisse hätte. Ach, es ist ja nur so ein Einstich. Es ist doch alles Quatsch. Was wird hier eigentlich, da muss man mal die Rückfrage stellen, was wird hier eigentlich gespielt, so etwas runterzureden, wenn so etwas passiert? Also ich halte das wirklich für eine Richtung, die völlig falsch ist. Und man sollte sich mal grundsätzlich fragen, wie wir untereinander, auch miteinander umgehen wollen. Also Stichwort tätliche Angriffe, Bedrohungslagen etc. pp. Und dann sollte man auch sehr genau in die Lupe nehmen, wer hier eigentlich der Leidtragende ist und von welcher Richtung das Ganze auch ausgeht. Es ist nämlich wirklich ausnahmslos von links, aus dem linksextremistischen Spektrum, und getan wird natürlich nichts, weil wir hier schon fast, was soll man dazu sagen, das sind ja auch schon so irgendwie stalinistische Verhältnisse, so rot lackierte, dass man irgendwie den politischen Gegner so übelst beschimpft, diffamiert, in die Ecke stellt und ihn dann damit auch zum Abschuss freigibt. Und alles klatscht mit, darum geht es doch. Und parallel wird alles runtergeredet. Und da muss ich Ihnen auch sagen, ich bitte um Nachsicht, dass ich hier auch emotional antworte, weil ich auch und meine Familie auch anderweitig betroffen ist und die vielen Funktionäre, denen irgendwie die Autos angezündet werden, deren Häuser irgendwie beschmiert werden, die permanent unter Personenschutz auch irgendwie sind, weil sie irgendwie im nächsten Moment, wenn sie an den Falschen geraten, zum falschen Ort, zur falschen Zeit sind, vielleicht eins über die Rübe kriegen oder die Nase gebrochen bekommen. Wo leben wir hier eigentlich? In einer Demokratie muss man sich doch frei bewegen können, seine Meinung frei äußern dürfen, ohne dass so eine Bedrohungslage besteht. Und ich meine jetzt nochmal zur Tino Chrupalla, worüber unterhalten wir uns eigentlich?
Das liegt doch vor, die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Er ist ja immer noch nicht da. Ihm geht's extrem schlecht. Was soll das denn gewesen sein? Irgendwie eine Reduzierung auf. Also ich habe jetzt auch schon alles dazu gesagt, er soll sich selbst dazu äußern. Aber auch so, ich habe das ja sehr genau verfolgt, wie das auch alles aufbereitet wurde. Dieses Runterreden von so einem Vorfall, dieses künstliche Herunterspielen, wenn AfD-Funktionären irgendwas passiert, das hat doch schon Methode. Gibt es weitere Fragen? Und verantwortlich. Frau Weidel, noch mal eine Frage genau zu diesem Thema. Sagen Sie noch, wer Sie sind? Torben Lehning, Mitteldeutscher Rundfunk nochmal. Danke. Sie haben jetzt gerade von unverantwortlich gesprochen und dass das nicht ginge. Wie kommen Sie eigentlich dazu, wenn Sie sagen, dass die Fakten auf dem Tisch liegen, wenn die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen hat? Also Sie beide sitzen hier und sagen, Sie sind sich sicher, dass es ein Anschlag von Linken auf Herrn Chrupalla war. Es gibt keine Ermittlungsergebnisse. Wie kommen Sie zu dieser Erkenntnis? Ich habe im Übrigen vom Allgemeinen gesprochen, von der Anschlagsdichte auf AfD-Funktionäre, und die kommen aus dem linken Spektrum. So, woher sollen sie sonst kommen? Und bei Herrn Chrupalla, nochmal, liegen die Fakten ganz klar auf der Hand. Er hat einen Einstich erhalten, er ist zu Boden gegangen, er hat das, ich meine, was soll man dazu sagen? Also ich finde allein Ihre Fragestellung, ich finde es ehrlich gesagt auch persönlich so unglaublich, was Sie hier aufmetern, das alles runterreden zu wollen. Aber ich habe zu diesem Fall alles gesagt, das soll doch Herr Chrupalla dann selbst tun. Nach dem Vorfall um AfD-Chef Tino Chrupalla bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bayern gibt es neue Hinweise. Das ZDF konnte den Arztbrief des Klinikums Ingolstadt einsehen. Christiane Hübscher in Berlin, welche Neuigkeiten oder Erkenntnisse ergeben sich daraus? Ja, Chrupallas Entlassungsbrief dieses Ingolstädter Krankenhauses liegt den Kollegen von ZDF Frontal vor. Und darin berichten die Ärzte über eine, ich zitiere mal, intramuskuläre Injektion mit einer unklaren Substanz in den rechten Oberarm von Chrupalla. Auch von einem Nadelstich ist da die Rede. Der AfD-Chef hatte ja während der Wahlkampfveranstaltung über plötzliche Schmerzen im Oberarm sowie Übelkeit geklagt. Was genau aber eine solche unklare Substanz gewesen sein könnte, das konnten die Ärzte offenbar nicht herausfinden. Die toxikologischen Untersuchungen jedenfalls hätten keine Substanzen ergeben, heißt es in dem Arztbrief. Weitere pathologische Untersuchungen laufen noch. Und wie die Deutsche Presseagentur soeben berichtet, hat auch die kriminaltechnische Untersuchung von Chrupallas Blutproben keine besonderen Befunde ergeben. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt, die haben wir natürlich auch sofort angerufen, will die neuen Erkenntnisse aus dem Arztbrief noch nicht bestätigen oder kommentieren. Die Staatsanwaltschaft hatte ja gestern Ermittlungen gegen Unbekannt wegen versuchter Körperverletzung aufgenommen. Jetzt heißt es, man prüfe noch weiter. Chrupalla selbst sagt gegenüber dem ZDF, er wolle über die Hintergründe nicht spekulieren. Er überlasse alles Weitere den Sicherheitsbehörden. Danke für diese Einordnung, Christiane Hübscher. Was sich aktuell bestätigt hat und auch was die pathologische Auswertung angeht, die heute Abend und auch gestern schon bei mir eingetroffen ist, dass es sehr wohl eine Einstichstelle gibt, dass es einen Vorfall gab, beziehungsweise dass es einen Anschlag auf meine Person gab. Wir haben auch dahingehend die Staatsanwaltschaft am Samstag bereits abgemahnt, weil sie teilweise mit Pressemitteilungen herausgegangen ist, die weder in irgendeiner Weise, auch was Blutwerte zum Beispiel anging, die mit mir kommuniziert wurden, weil ich denke, wir haben in diesem Land immer noch die ärztliche Schweigepflicht. Und ich finde es schon ein Stück weit abenteuerlich und ein Skandal, dass ich in der Tagesschau erfahre, was in meinem Blut vorhanden ist und was nicht, ohne dass mit mir vorher darüber gesprochen wurde. Alles Weitere, wie gesagt, dazu bitte morgen. Was fällt bei den Fragen auf? Es ist die völlige moralische Verwahrlosung, mit der versucht wird, das Narrativ in eine bestimmte Richtung zu lenken. Nämlich, dass Tino Chrupalla simuliert hat. Dass nichts passiert ist, dass alles ganz harmlos ist, dass man sich keine Gedanken machen braucht. Und jetzt stellt sich die Frage, warum wird das alles weitel, warum wird diese Frage AfD-Leuten gestellt? Und das Perfide ist, dass diese Propaganda auch auf AfD-Leute wirkt. Allein dadurch, dass wir es hören, denken wir, ja okay, anscheinend ist es nicht so wichtig, die sagen das. Und allein schon dadurch, dass wir es aufgenommen haben, zeigt es Wirkung. Also wir müssen das reflektieren, das heißt darüber nachdenken und müssen das wieder gerade rücken, was da eigentlich passiert ist. Wenn man das zu oft hört, wirkt das so, ja okay, ist dann vielleicht doch nicht so schlimm. Also das Gefühl wäre ein vollkommen anderes, wenn jetzt die großen Medien alarmistisch alle berichten würden. Auch bei uns.
Und diese Leute sind sich dieses Effekts genau bewusst. Und es zeigt sich hier, dass sie überhaupt nicht daran interessiert sind. Also überhaupt nicht an, es ist überhaupt keine journalistische Tätigkeit, die sie ausüben, sondern dass es nur um Propaganda geht. Dass ihnen nur darum geht, ein bestimmtes Narrativ zu verbreiten, das sie für geeignet halten. Sie wollen die AfD dämonisieren und da passt es nicht, wenn Tino Chrupalla angegriffen würde. Überhaupt wollen sie verhindern, dass Tino Chrupalla Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil dann ja die Leute sehen würden, das ist ja eigentlich ein ganz normaler Mensch, das ist gar kein Dämon. Sondern die AfD-Leute werden nach Möglichkeit gar nicht gezeigt oder ganz klein gezeigt. Sie werden aus dem Fernsehen möglichst rausgehalten. Es wird über sie geredet, statt mit ihnen geredet. Und es kommen dann immer nur möglichst ungünstige Ausschnitte oder Fotos, die inhaltlich verzerrt sind, verkürzt sind, um sie schlecht darzustellen. Und dabei sollen die Leute das Gefühl haben, ja, jetzt wissen wir über die AfD Bescheid. Und aus meiner Sicht, das zeigt massiv Wirkung. Das zeigt wirklich unglaubliche Wirkung. Und da kann man von Demokratie kann aber auch keine Rede mehr sein. Also von einer funktionierenden Demokratie. Also eine funktionierende Demokratie gab es hier wahrscheinlich noch nie, auch im ganzen Westen noch nicht. Nur haben wir das bis jetzt nicht verstanden. Und natürlich ist es so, es funktioniert alles sozusagen. Also wir haben Gewaltenteilung, zumindest, ja, eigentlich, also wir haben Gerichte, die funktionieren. Es funktioniert alles, natürlich bis zu einem bestimmten Grad. Und es gibt halt nur den kleinen Schönheitsfehler, dass die großen Medien Kartell bilden. Das ist nur ein ganz klitzekleiner Schönheitsfehler in Anführungszeichen. Aber der hat zur Folge, dass die Leute mit Halbwahrheiten gefüttert werden. Und dann haben sie natürlich keine Entscheidungsgrundlage. Und die Leute merken es gar nicht. Und aus meiner Sicht, es zeigt sich hier, dass Alice Weidel und dass viele AfD-Vertreter das im Kern gar nicht wahrhaben wollen. Weil sie, man denkt, wir leben, also Alice Weidel hat ja selbst gesagt, wir leben doch in der Demokratie, da kann man doch seine Meinung sagen. Wenn man genau hinguckt, dann ist vollkommen klar, wie unmenschlich und kaltherzig die großen Medien seit Anbeginn der AfD über die AfD berichtet haben. Dass ja immer ein Vernichtungswille da war gegenüber der AfD. Und auch, dass dabei jede Moral gefehlt hat. Und wahrscheinlich ist es so, dass viele AfD-Vertreter sich zum einen dran gewöhnen, aber auch denken, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es ergibt für sie keinen Sinn oder sie denken, ja, die Leute sind irgendwie links verblendet oder die sind irgendwie nicht ganz mündig, die oder man kann ja auch nicht reinschauen in die anderen Leute und dann redet man sich schön. Aus meiner Sicht, Alice Weidel hat jetzt die richtigen Worte gefunden, aber man hätte schon früher sich sehr viel deutlicher über die Medienarbeit äußern können. Aber man hat das immer vermieden, man hat immer versucht, ja, mit den großen Medien klarzukommen oder sich sozusagen nett zu den großen Medien zu sein, sie nicht negativ zu erwähnen, um von ihnen gut behandelt zu werden. Und das war aus meiner Sicht ein großer Fehler, weil die AfD wurde ja auch gar nicht mehr eingeladen. Sie wurde massiv schlecht gemacht, wie man sie nur schlecht machen kann. Und sozusagen die Einladungen, die stattgefunden haben, oder die Berichterstattung, die stattgefunden hat, sie hat nur dazu gedient, die Leute zu befriedigen. Es wurde nur verhindert, dass die Leute die Originaltöne suchen und sie das Gefühl haben, sie wissen über die AfD Bescheid. Und aus meiner Sicht ist es sehr schwer vorstellbar, dieses völlige Fehlen von Moral. Und wahrscheinlich war das ein Prozess, der wahrscheinlich schon immer stattgefunden hat, weil die Leute bei den großen Medien haben immer gewusst, dass sie getäuscht haben. Sei es jetzt der 11. September, die Ukraine-Krise oder was auch immer. Sie wissen, dass sie Halbwahrheiten verbreiten. Und da hat wahrscheinlich bei den großen Medien ein Ausleseprozess stattgefunden, dass die Leute, die irgendwie ein Gewissen haben, die noch einen Rest von Moral haben, sie machen keine Karriere oder sie gehen. Also ein Beispiel ist Wolfgang Herles oder Peter Hane. Sie sind jetzt ja nicht mehr beim Öffentlich-Rechtlichen. Also wahrscheinlich gerade in den letzten Jahren hat jetzt nochmal ein starker Ausleseprozess stattgefunden. Dass sozusagen bei den großen Medien nur noch Leute beschäftigt sind, zum allergrößten Teil, die über einen entsprechenden Charakter verfügen. Und die Leute sind ganz vorne, die am charakterlosesten sind, am skrupellosesten sind, die machen am meisten Karriere. Also man hat es hier mit einem ganz gefährlichen Schlag von Leuten zu tun, die über einen großen Einfluss verfügen. Was unglaublich gefährlich ist. Und das zeigt sich jetzt aus meiner Sicht hier bei Tino Chrupalla, zeigt sich jetzt erstmal, dass das auch eine körperliche Dimension annimmt. Dass jetzt Gewalt verharmlost wird. Also es kann AfD-Leuten, sie werden zusammengeschlagen, aber es folgt keine öffentliche Empörung. Es wird einfach ausgeschwiegen. Also viele haben es wahrscheinlich schon bei den Corona-Demonstrationen gemerkt, dass wenn ihnen Gewalt passiert, wenn in Berlin die Polizei sich schlecht verhält, dass es einfach nicht transportiert wird. Und das sehen wir jetzt wieder und das ist natürlich ganz gefährlich. Und hier sieht man, dass eine Entmenschlichung erst findet sie im Geiste statt. Also es ist sozusagen geistiger Mord und irgendwann kommt das dann auch zur Gewalt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und natürlich, sehr wahrscheinlich, diese Leute, die US-Partikularinteressen vertreten,
Sie kalkulieren kühl. Es gibt unterschiedliche Leute. Es gibt wahrscheinlich diese Linksradikalen, für die ist das allein schon die Stigmatisierung ist Zweck. Und es gibt diese kühl kalkulierenden Leute, die beispielsweise bei Springer sitzen, die diese Leute benutzen wollen. Und sehr wahrscheinlich, diese Leute wollen sich gegenseitig benutzen. Also die Linksradikalen, für die es ein Selbstzweck ist, andere Leute zu stigmatisieren und runterzumachen, die wollen diese Leute wie Springer benutzen und umgekehrt. Und das ist brandgefährlich aus meiner Sicht. Das ist mittelfristig und langfristig brandgefährlich. Vor ein paar Jahren wäre es noch undenkbar gewesen, wenn ein Spitzenpolitiker, eine Spritze in den Arm bekommt, der ja auf der Intensivstation ist, und dann das runtergespielt wird, der ist noch ein Simulant am besten, das nahegelegt wird, das wäre vor ein paar Jahren, wäre das noch nicht gegangen. Aber die Leute werden dran gewöhnt und vor allen Dingen auch die AfD-Leute selbst werden dran gewöhnt. Also wir werden Stück für Stück wie ein Frosch im heißen Kochtopf, werden wir immer mehr gewöhnt. Aus meiner Sicht zeigt sich bei dem Fall auch, dass es ein Fehler ist, die zu sehr auf eine Koalition mit der CDU zu pochen, weil man damit diesen Leuten Berechtigung gibt. Und hier sieht man ja beispielsweise, wie sich die CSU auch völlig moralisch verhalten hat. Und natürlich sollte man eine Koalition nicht verweigern und natürlich auch gerne unter Zugzwang bringen. Aber aus meiner Sicht, wenn man das zu sehr betont, man sich zu sehr sagt, ja, wir könnten noch eine Koalition machen, dann könnten wir konservative Politik machen und so weiter. Es sind die Leute, die am Niedergang Deutschlands ganz stark beteiligt sind. Und aus meiner Sicht sollte man auf Sieg setzen, dass die CDU ganz verschwindet. Wenn diese Propagandablase zusammenbricht und die Leute klar sehen, was die CDU angerichtet hat in den letzten 15 Jahren, über alle Themenfälle hinweg, dass sie den Niedergang Deutschlands zu verantworten hat, dann wird sich diese Partei auflösen. Die Grünen werden sich wahrscheinlich nicht auflösen. Sie haben eine Kernklientel. Sie haben eine Klientel, die auch sagen, Wohlstand, Wirtschaft ist nicht wichtig. Aber die CDU, aus meiner Sicht, sie kann bald völlig verschwinden. Auch wenn sie jetzt scheinbar ganz viele Prozente hat. Aus meiner Sicht sollte man ganz klar machen in der AfD, dass man sich von solchen Leuten distanziert, dass sie moralos sind, dass man sich vor ihnen ekelt. Also ganz wichtig finde ich, was mir bis jetzt immer fehlt, dass man den Ekel vor der CDU zum Ausdruck bringt. Man kann trotzdem sagen, wir sind Demokraten, wir arbeiten mit diesen Leuten, aber so wie sie sich uns gegenüber benommen haben und wie sie Deutschland ruiniert haben, um den Medien gerecht zu werden, das ist charakterfrei und wir ekeln uns davor. Das sollte man ganz klar zum Ausdruck bringen. Und natürlich, die großen Medien, jetzt zum Glück hat Alice Weidel endlich mal Medienkritik gemacht, aber das hätte ich mir auch schon viel früher gewünscht. Es gibt auch nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch verbale Gewalt. Und es wurde von den großen Medien und gerade auch von den Öffentlich-Rechtlichen massive verbale Gewalt gegen die AfD angewendet. Und da hätte man aus meiner Sicht viel öfter und viel stärker das betonen müssen und das nicht so runterspielen sollen, sondern man ganz klar sagen sollen, man ist hier Opfer von Stigmatisierung. Was natürlich auch Kraft erfordert, dass diese Opferrolle, dass man ein Opfer ist von Gewalt, das zu sagen. Aber das, genau wenn man das schafft, das auszudrücken, das zeugt von Stärke und nicht von Schwäche. Und das nehmen auch die Leute so wahr. Dass eine Stärke ist, diese ekelhaften Dinge, die passieren, sie zu verbalisieren und nicht als Opfer das verschämt zu verschweigen. Und dann so zu tun, als wäre nichts. Und das hinzunehmen. Weil dadurch wird man schwach. Und das lädt nur dazu ein, es umso mehr zu machen. Und umgekehrt, wenn man die Kraft hat, das zu verbalisieren, dann wirkt das selbstbewusst und abschreckend auf die Täter. Hier könnt ihr schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.